Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 im freien Modus. Wir haben die alte Map vom letzten Part, vom ersten Part, ja, wegen Finanzschwierigkeiten nochmals neu begonnen. Und jo, wir spielen jetzt ein bisschen anders, bisschen kostenfröhlicher, nicht so kostspielig. Und ja, da hatten wir schon mal Brot. Oh, da hatten wir Treibstoff. Ja, vielleicht ein bisschen größer. Ich würde gerne mit Brot anfangen. Schauen wir mal kurz, wo wir denn da unten. Können wir hier irgendwie, ich glaube der Bahnhof ist noch ein bisschen zu groß. Können wir das irgendwie gut hier hinklatschen? So, dann hier, diese Easy, klappt schon gut. Und hier müssen wir kurz schauen, ob das irgendwie hier noch hingeht. Doch hier oben irgendwie. So zwei können wir eigentlich mitnehmen, wenn wir denn hier um die Kurve kommen. Easy. Dr. Drago regelt. Was Krümmung zu groß. Will ich mal. Das Spiel ist manchmal kompliziert, was es will. So. Dankeschön für die komplizierte Benachteiligung. Jo, das Game hatte leider ein bisschen gebuggt, beziehungsweise sehr Windows 11. Die Memory sei ausgelastet. Out of Memory. Ich frage mich, wieso könnten 16 GB RAM out of Memory kommen? Wie könnte das Spiel mehr als 16 GB RAM brauchen? Da ist einfach die Auslagerungsdatei so minderwertig eingestellt worden. Also nach der in der zweiten Folge damals, am Donnerstag, also vor einer Woche fast, vor 5 Tagen, ist mir das Spiel immer gecrashed. Einfach abgestürzt, out of memory. Bis ich das gefunden habe, als Neukunde bei Windows, also ja, einer, der noch Windows 10 benutzt hat und nicht Windows 11, erst installiert bekommen hat, der weiß doch das noch nicht, dass da so eine blöde Auslagerungsdatei so schlecht eingestellt ist, dass Spiele nach einiger Zeit crashen, wenn sie mehr RAM verbrauchen. Und deshalb muss ich sehr schwer eigentlich wieder fixen. Und jetzt hoffentlich stürzt das Spiel nicht mehr ab. Sonst kann ich ja nie größere Karten bauen als irgendwie so 5 Strecken. Wieder etwas richtig Doofes. Ah, da muss ich wieder einen Zweierzug verwenden. Muss ich wieder 2 Züge machen? Oder wie bitte? Ich mache mal einen Zug und mache mal eine Linie. Gut, habe ich das noch nicht gemacht. Also, was ist das? Weizen? Weizen für... Was ist das her? Ich setze mal her, Stett. So. Also. Du gehst mal drauf und gibst der Lebensmittelfabrik schon mal den. Und hier müssen wir auch... Komm, das nennen wir natürlich Leben. Leben für... So, also Windows, jo, du kannst mal los, aber nicht allzu schnell, ich muss noch ein Ding kaufen. Und du brauchst 1, 2, 3, 4, ich hoffe das reicht, sonst muss ich mehr Waren geben. Ja, ist gut. Wie mache ich jetzt das? Moment, kurz die Linie.
meditieren. Ist das jetzt Herrstab? Nein, das ist falsch. Ja, dann halt. 1, oh, bitte. 2, 3. So, und jetzt gehst du bitte raus. Hallo. Geh doch auf die Linie. Geh jetzt raus. Und du wartest. Stopp, still. Jetzt gehst du. Du musst raus. Hallo. Nein. Jetzt muss ich hier noch die blöden Signale machen. Jetzt fährst du bitte raus. Nicht nur bis dorthin. Das ist teuer. Viel zu teuer. Und jetzt wendest du und dafür muss ich hier noch das Ding rausnehmen. So. 1, 2. Und jetzt fährst du. Fährst du. Dankeschön. Irgendwie ist das Spiel tausendmal komplizierter, als es sein muss. Und du musst natürlich weiterfahren. So, aber dann müssen wir hier nochmals die Linie, das Signal machen, oder? Machen wir mal hier hin. Dann ist also den Bahnhof noch verlängern müssen. So, und bitte jetzt, bitte. Wie weit wirkst du? Von hier nach hier. Nach hier. Da oben muss ich noch nicht. Und wenn es eigentlich reicht, einen Personenzug irgendwie machen. Na komm, machen wir noch. Machen wir noch Bus zuerst. So, zweimal Bus. Zweimal diese dummen Gebäude. So. Depotzen. Nein, eben nicht direkt dorthin. Also, hier, hier, hier und hier. Und das ist hier Bus. Direkt mal 2. Einmal 2. Einmal, dreimal. Köhler Bus. Auch zweimal. Und dann noch eine Verbindungslinie. Von hier nach ganz da. So. Köhler her. Hier müssen wir, da machen wir mal eine, warten kurz, und dann machen wir die zweite und so weiter. So, hast du endlich mal das Kunststoff irgendwie nicht geladen. Und du? Hä? Und du musst warten. Ohne dass du fährst, kannst du nicht Geld verdienen, liebe Weizen. So, und ja, so kleine Sachen muss man immer nachschauen und dann ja richtig machen, gell? Oh, da ist ein guter. Ich werde hier mal einen Personen, also einen Lastwagen hin, ein Ding machen, Strecke. Und hier wäre Eisen, irgendwo Eisen da unten. Oh, auch gut. Aber alles für Lastwagen. Okay, dann kann ich hier mal ein bisschen schneller machen. Und die Busse funktionieren. Jetzt kann ich natürlich noch mal einen weiteren rauslassen.
Und was macht jetzt der? Der hat jetzt Brot. Okay, das war schon Brot fertig. Lebensmittel. Ja, und ich möchte eigentlich hier dann eine Zuglinie machen. Kann ich eigentlich direkt verbinden und die Busse dann irgendwie hier runterstellen? Ja, und hier müssen wir dann auch rüber irgendwie. Oder wir können die Busse dann auf die Strecke machen, genau. Und mit diesen. Vielleicht haben wir Herstadt dann Richtung Wasser hier unten und können dann eigentlich dort drüber gehen mit dem ersten. Was haben wir eigentlich für Schiffe? Eigentlich würden Schiffe schon sich lohnen, aber wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Also machen wir doch das mit dem Ding hier oben. LKW-Station Nummer 1. Die 2. Die 3. Und du kommst denn hier. Die Strecke schon fast fertig. 1, 2, nein. Falsch bekommen. Ich hab's nicht. Hallo, geh weg. Geh weg. Ja, jetzt ist das X wieder da. 1, 2, 3, 4. Also, Berg. Dein Werk. Ein Berg, dein. So, und dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Wunderbar. Ich finde Werkzeuge eines der motivierendsten Rohstoffe. Sie sind jetzt nicht so groß. Also es gibt nicht zwei Teile wie bei den Maschinen, wo der Stahl auch noch benötigt wird. Sieht irgendwie cool aus, das Werkzeug. Ist ja ein Achtkantschlüssel, oder? Einfach ein Motor, wie sagen wir denn? Werkzeugschlüssel. Jo. Weiß nicht, ob es in der Schweiz überhaupt anders heißt. Denke schon. Also eben hier brauchen wir neben Stahl, also neben Holzbretter noch Stahl. Und das kriegen wir eigentlich überall schon gut hin. Ja, dann einfach warten, bis wir bessere Fahrzeuge haben. Was wir machen, ist so ungefähr 1925 dann mal einen Zeitstopp für einige Zeit, damit wir uns einfach ein bisschen aufbauen können und die Züge vor allem nicht zu teuer werden. Und dann können wir mit Flying Dutchman und auch einem, ja, den ersten Stromzug eigentlich ziemlich gut fahren. Also sehr gut Geld verdienen. Jo. Und dann dürft ihr gerne sagen, wenn ich dann wieder weitermachen soll. Es muss sich halt auch wirklich lohnen vom Spiel aus. So. Sieben gemacht, wir haben genügend ja, Weizen dort. Und dann sollte das auch Geld verdienen. Jetzt sind wir halt noch nicht gut am Geld verdienen. Da muss noch ein bisschen erweitert werden. Hier ist eigentlich relativ gut. Hier sehen wir, die Verbindungslinie nicht gut.
Und hier ist wahrscheinlich auch wieder nur 8. Ja. Und dafür ist hier hoffentlich voll. Ist auch sehr schön, das halt. Ist ja fast ein bisschen zu grell. Ich hoffe, dass die Fabrik hier irgendwie schnell produziert. Sonst haben wir schon wieder ein Finanzproblem. Trauco versteht Finanzen nicht. Not able to game this game. Nein, es ist einfach ein bisschen schwierig geworden. Ich hatte anfangs zwar ein bisschen Probleme, als das Spiel rauskam. Habe aber dann nach ein, zwei Monaten direkt eigentlich keine Probleme gehabt. Und hatte das Spiel ja recht viel geleistet und geletzplayt. Und ja, mit der Zeit wurde es dann auch wieder schwer. Weil die Entwickler einfach so denken, ja, die Spieler, die tun einfach zu effizient Spiel. Ich muss alles viel schwerer machen, damit die Minderheit von den Experten-Spielern ja nicht ins die Mega ja, Finanz-Ding kommen, oder? Also ganz viel Finanzen haben. Ich muss mal speichern, sonst crasht das Spiel auch noch. Also, was machen wir? Ja, machen wir aber erste Karte 2. Ja, das andere war OSTK 1, genau. Ich habe jetzt gerade noch keinen Namen. So, das heißt, wir haben wieder ein bisschen verdient. Ja, da unten steht noch 375 minus. Also hier verdienen wir gut. Wo verdienen wir denn schlecht? Also bei der eben, ja? Also ich hätte gerne das Spiel ein bisschen Sandbox-artiger, dass man wirklich toll und viel bauen kann. Wir gehen Finanzen sowieso auf den Keks, auch im Real Life. Man muss überall sparen. Ja, wenn man halt einfach nicht gut arbeiten kann, wenn man schwer krank ist und so. Und halt, ja, Social Media jetzt auch nicht den mega Erfolg hat. Ja, es gibt Hunderttausende, die natürlich weniger Zuschauer haben als ich. Aber die verdienen auch ihr Geld irgendwie anders. Und das mache ich zum Beispiel ja nicht so gut. Kann's halt einfach nicht. Der Staat gibt mir zu wenig Geld. Dafür, dass ich halt eben schwer krank bin. Das ist immer das Problem. Ja, ich muss unbedingt hier alles den Lastwagenstrecken machen. Ich möchte gerne jetzt schon. Also wir machen Plus. Das ist mal gut. Wir machen sogar mehr, viel mehr Plus. Dank diesem Zug, dass der so viele. Was haben wir? 1964 haben wir schon mal schon ein bisschen Zug für den. Ich möchte gerne den leisten. Der Bauer sie kann. Schon viel besser. Ne? Wenn ich den wegnehme und den hinzufüge. Okay, das lohnt sich. Aber da möchte ich doch noch ein bisschen mehr. So. Dadurch können wir eigentlich hier so langsam, da haben wir 5 Brot. Wird ein bisschen knapp, wenn wir den ein bisschen aufstocken. Ne? Ja, das lieber noch nicht machen. Also, was haben wir denn für 19 Minuten? Also ich möchte eigentlich noch die Werkzeuge verteilen. Dann kann Herstedt gut wachsen. Oder ich kann so langsam zwei Städte verbinden. Ich mache zuerst mal das hier. Da dürft ihr gerne ein bisschen Anspruch erheben, wenn es nicht so gut ist. Also, ich kann es jetzt nicht so gut ändern, wenn irgendwas schlecht ist oder so. Aber ja, ihr habt sicher mehr Verständnis. Spiel und ja, seid sicher besser als ich im
Verstehen von Finanzen und Vorplanungen. Ich muss es einfach noch ein bisschen lernen. Ich mach das irgendwie hier. Nee, das ist echt so. Nein! Wieso hat sich jetzt das verbunden? So ein Mist. Gut, das hat sich nur verändert. Okay, wenn das klappt, dann ist gut. So, 1, 2, 3, 4. Und das ist Treib es mit mir, Keiler. Ah, diese Anspielung wieder. Der Treibstoff und das Treiben, das wilde Treiben. Ja, dann macht. Dann macht doch die Bushaltestelle. So blöde gemacht. Gut, also danke schön. So, und du bist ja richtig jetzt, oder? Ja. Okay. Also dann beginnen wir mal mit ein paar Fahrzeugen. Das ist einfach nicht so effizient, denke ich mal. Warte kurz, ich nehme mal weniger Fahrzeuge und mache nur zwei Richtungen. Ja, das muss ich aufteilen. Also benennen wir das um in Whale. So geht es manchmal weg. So. Also, du musst wieder. Nein, wieder wissen. Neue Linie von hier nach hier. Ist Oil. Auch Köbler. Genau. Und eine neue Linie von hier. Ach, hier weiß ich nicht, wie das geht. Treibköhler an. So, zack, zack. Oh, jetzt haben wir auch neue Waggons. Das heißt, wir könnten die eigentlich dann schon verwenden. Fahrzeug kaufen. Alle Güter, alle Güter. Also der geht auf Öl. Einen geht auf Öl. Und drei geht auf Treibstoff. Und dann muss ich Rohöl umwandeln in Leichen und eins in Öl. Zwei da. Auch umwandeln. So. Also lassen wir noch laufen. Und hier müssen wir sowieso, haben wir noch genügend Geld. Umwandeln in diese Umweltschmutz. Aber sie sehen schon cool aus. Dieser Qualm. Vor allem ist langsamer als die Kutsche hinten dran. Hey, Dampfhäuser. Was die für Einfälle hätte. Ich würde gerne mit so einem jetzt in der Zukunft herumfahren. Einfach nur zum anderen Autofahrer oder so nerven. Einfach so herumzufahren. Müsste man nicht mal einen Führerschein wahrscheinlich haben. So. Und damit wir noch Geld verdienen, ich schau mal kurz, haben wir hier immer noch zu wenig. Es wird ein bisschen wenig hier produziert. Ja?
6, 7, 8. Nehmen wir hier 16 mit. Nein, nein. Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen da noch erweitern. Gibt's leider noch nicht. Es gibt leider noch nicht. So, wenn du jetzt nicht das Ding abgibst, im Lager 0, Konsum 108. Aber so langsam kann hier ein Level aufsteigen, wir müssen einfach über die zwei Striche hier kommen. Also der Versand muss noch besser werden. Jetzt haben wir 18 auf Lager, das heißt, der ist voll. Das heißt, nein, den Zug. Ich will nur den Zug haben. Dankeschön. Der Zug ist so mega schlecht zum Auswählen. Also. Ich wollte mal noch kurz schauen, wie mal wegzugehen. Ist hier alles jetzt abgedeckt? Okay. Oh, jetzt haben wir Dunana Kestel. Ist eigentlich ziemlich alles abgedeckt. Okay, braucht es eigentlich gar nicht mal mehr, viel mehr. Was sind das mal los, Dele? Ja, einfach mal einen mehr. So. Gut. Ihr macht ja Plus. Ja, nicht alle so gut Plus. Strecke ist nicht so effizient. 5 minus 1200 Rifttown. Die machen also mehrheitlich plus. Und die machen eher minus. Es ist einfach noch nichts dabei. Und die haben jetzt dabei. Die auch. Der hat 1 von 5 dabei. Und du hast 5 von 5. Du machst also jetzt plus. Ich sag's dir. Sonst bekommst du Garagenarrest. Oh, aber hier hat schon große Gebäude gebaut worden. 1876, sehr gut. Also 1925, denke ich mal, den ersten Stopp davor bringt es nicht so viel. Und ich habe ja verwendet, dass die alten Fahrzeuge nicht kaputt gehen. Und dadurch, genau, tun sich ja die Möglichkeiten immer noch. Also gehen wir einfach auf 1925 und schauen mal, was freigeschalten wurde. So, jetzt kann ich wieder besser reden. Also wir haben sehr viel Plus. Wenn es klappt, haben wir Plus. So, jetzt kommt einfach diese Sache ran. Ja, ich will unbedingt diese Stadt erweitern. Sie ist eigentlich recht gut. Kommen wir speichern nochmals. Erste Karte machen wir EK2. Nein, EK3 meine ich. Und Schiffe. Ja, machen wir auch Schiffe. So. Also, dann haben wir noch kurz ein bisschen Zeit, das anzuschauen. Also, wir müssen eine Werft machen. Und die Werft möchte ich gerne hier bei der Brücke machen. Ist das gut? Und wir müssen einen Passagierhafen haben. Kann man den gerade hier an den Weg machen? Ja. Und dann hier. Geht das? Ja, das geht. So, eine Schiffslinie. Da machen wir ein paar Mal hin und her. Also das ist her. Die Bohne. Schiff. So. Also gucken wir mal, was haben wir? Zeroaster. Okay. 70. Der Wilhelm.
Regi oder Wilhelm? Bisschen zu teuer, merke ich gerade. Ach komm, machen wir den Willen. So. Damit wir noch ein bisschen Boot fahren können. Sonst können wir ja kein Boot fahren. Okay, ich hatte kurz Minus, aber das war jetzt sofort wieder auf Plus. Und ja, effizient wird das jetzt noch nicht sein. Wir können nach kurz mein Schiff fahren. Wir sind nur diese. Können wir editieren. Das muss noch in diese Folge gezeigt werden. Ja. Aber richtig, bitte. So. Also, die Linie verwalten. Nach der Schule geht es erstmal an den Hafen und geht es wieder in die Schule. Müsst ihr da ein bisschen Arbeit leisten, egal ob ihr schon erwachsen seid oder noch zu jung. Das ist schon mal gut. Ja, da wartet jetzt einer. Da wartet zum Beispiel auch einer. Aber bringt das jetzt, diese Linien zu machen? Wir haben ja noch Zeit. 1, 2, 3, 4. Das ist ja, was ist das? Ohne Bus. Die Bohne ohne Bus. Da. Auch mal eine. Die Bohne Bus. So. Wunderbar. Und das Schiff ist schon auf Mega Plus Kurs. Sehr schön. Ich finde diese Schaufelräder so cool. Das ist mein Geschmack. Damit kann man angeben, sonst teure Yachten kauft lieber diese Schaufelradbagger-Schiffe da. Schaufelraddampfer. Die sind viel mehr Luxus, Leute. Kauft so einen für 2,50 Euro am Hamburger Hafen. Sehr schön. Wir haben zwei Passagiere, wir schwelgen schon in Luxus. Die können nicht mal richtig irgendwo. Der eine muss einfach hier vor dem Holz. Okay, ich wollte schon Klo sagen. Ist nicht. Boah, geil. 17! Boah. Aber die können wenigstens sitzen. 2, 3 oder ein paar können hier vorne nicht sitzen. Ein Abteilwagen haben wir noch. Okay, mit diesem schönen Screen. Kurz umdrehen. So, jetzt. Werde ich die Folge beenden und werde die einen Screenshot als Thumbnail machen. Boah, wie viele Leute. Das müssen wir also noch ein bisschen optimieren. Aber hier machen wir Plus jetzt, oder? Mit 17 machen wir doch schon Plus. Ach bitte. Bitte macht Plus. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge noch Ding machen. Okay, dann mache ich nochmals einen. 4 wenig Gate. So. Ich werde dann mit der wenig Gate starten. Eventuell müssen wir halt ohne Schiffe noch ein bisschen weitermachen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Es hat alles geklappt. Ich habe Geld mal. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ich mir noch mehr Geld verdienen kann. Also wahrscheinlich schon wieder auf Tram umsteigen und halt Zuglinie mit Passagieren machen. Machen wir nächste Folge. Aber was genau jetzt das Beste wäre, um noch mehr Geld zu verdienen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr seht, bin ich jetzt nicht allzu der Beste. Ich spiele halt einfach zu wenig und dann nur zum Vergnügen, um ein bisschen Scheiße auch ein bisschen zu bauen. Nein, es ist einfach, das Spiel fesselt mich, aber genauso mega gut wie gerne, der hier täglich spielt, und so bin ich auch nicht. Aber dürft ihr gerne mal schreiben, wie gut ich bin. Und ja, dann einen schönen Tag. Viel Spaß noch mit anderen Dingen. Und bei mir kommen jetzt so 3-4 Videos sicher pro Tag, wenn es gut geht. Und natürlich Livestreams wieder, wenn es dort auch besser geht. Tschüss!